Hallo mein lieber Freund, herzlich willkommen zu Spieletipps für Gamer. Es ist endlich soweit, das neue Set ist draußen und ich werde jetzt genau mit dir gemeinsam ein Pack-Opening machen. Besser gesagt, wir werden uns einiges gönnen. Und zwar habe ich jetzt aufgeladen hier für 200 Euro, weil ich möchte natürlich für euch so schnell wie möglich die Decks bauen, euch alles vorstellen, weil nicht jeder gibt Geld aus bei Raff, also bei Magic. Und deswegen möchte ich schon mal ein paar Sachen zeigen, welche Decks gibt es, wie performen sie, damit du dann entscheiden kannst, okay, ich investiere meine Wildcards in das Deck oder in ein anderes Deck. Also, dass du einfach siehst, was bewährt ist. Okay, so, wir gönnen uns jetzt mal hier 90 Boosterboxen plus 2 solche Buyer-Box-Karten, die meiner Meinung nach nicht so gut sind bis jetzt, aber das gönnen wir uns jetzt mal. Einmal. Klick. So. Hier sind die Buyer-Box. Ich hoffe, das geht alles, weil gerade sind einige Bugs. So, annehmen. Ja, das nehmen wir. Und dann gönnen wir uns mal nochmal 90 Booster. Klick. Weil ich möchte halt wirklich loslegen. Und ich muss sagen, ich persönlich gebe auch hier wirklich gerne Geld aus, weil ich bin ein großer Magic-Fan. So, was haben wir? Wir haben jetzt noch 5000. Was können wir für 5000 holen? Wir können für 3000 nochmal 15 Booster kaufen. Ja, ich würde sagen, holen wir uns nochmal 15 Booster. Weil ich weiß gar nicht, ob mir das überhaupt alles reicht. Vielleicht muss ich dann nochmal einen Huni investieren. Wir werden sehen. Okay, und jetzt machen wir mal zusammen Pack-Opening. Also 195 Booster haben wir und wir können immer 10 auf einmal aufmachen. Okay, gucken wir mal, was wir haben. Okay, schon mal ein schönes Land. Das ist schon mal wichtig, am Anfang die Mana Base zu haben. Nice, 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 nice. Dann haben wir hier Tesa, Karlof. Was haben wir noch Schönes? Oh, darum, um die Karte möchte ich unbedingt ein Deck bauen. Was haben wir hier? Zerstörte Artefakte, die ist auch nice. Die ist nice. Ich muss sagen, ich habe nicht alle im Kopf. Oh, geil. Der Schlamm ist da. Oh, geil. Oh, ich freue mich so krass auf das Set. Ja, das ist schon verwertbares Material. Das sind natürlich nicht alle Karten, die drin waren. Also, es gibt ja auch noch Uncommons und Commons. Also, hier werden nur die Rares und die Mythics gezeigt. Und wir machen natürlich hier auch noch unsere Wildcards voll. Okay, das ist schon mal ein geiler Start. Gucken wir uns mal die nächsten 10 an. Okay, nice. Das ist eine schöne Verzauberung. Dann eine Wildcard. Das Buch. Nochmal den einmal. Dann die Karte nochmal. Okay, nice. Die Priesterin. Da will ich wirklich was bauen. Ein weiteres Land. Das ist sehr schön. Okay, die Verzauberung ist auch, denke ich mal, nice. Counterspell ist auch sehr gut gegen Aggro. Und der ist natürlich auch, okay, hier auch nochmal übrigens eine Wildcard. Okay, das war richtig gut gezogen. Also da bin ich wirklich sehr zufrieden. Und hier am Rand füllt sich wieder unsere Wildcard-Leiste. Kannst du mal hier gucken. Wildcard. Klick. Voll. Haben wir jetzt noch eine? Okay, nice. Das brauche ich. Da will ich ein Deck bauen mit diesem Glasmosaik des Gildenbundes. Und zwar einfach mit Afterlife-Kreaturen. Weil alle mehrfarbigen Kreaturen werden plus eins gepumpt. Das heißt, du hast dann Flieger, also 2-2er Flieger. Okay, den haben wir jetzt schon dreimal. Da können wir auch auf jeden Fall was bauen. Wir haben sie zweimal. Okay, nice. Dann habe ich das ja schon mal. So, Tesa haben wir jetzt auch noch mal. Lavinia, sehr schön. Dovinban, das ist gut. Da hat mir Alex, also mein bester Kumpel, schon mal ein Deck empfohlen. Also ich kooperiere ja mit ihm sehr stark. Er spielt ja 15 Jahre Magic und da wird auch noch ein Deck kommen, hat er mir schon einiges empfohlen. Und zwar Dovinban zusammen mit Dezeret und dann so ein Topter-Kontroll, also richtig cooles Deck wird da entstehen. Okay, den haben wir jetzt auch noch mal, den Ein-Mana- Mehrfolgzauberer. Okay, bis jetzt bin ich sehr, sehr zufrieden. Also wirklich sehr zufrieden. Und ich bin gespannt. Wir haben ja noch 165 Packs. Okay, gönnen wir uns mal nochmal 10. Klick. Nochmal Dovinban. Sehr schön. Noch ein Land. Da will ich noch was bauen. Also da will ich auf jeden Fall. Hier ist noch ein zweites Land von Rakdos. Sehr schön. Übrigens richtig geil, jetzt die neuen Karten zu sehen. Also das sprengt noch ein bisschen so mein Gehirn. Das ist auch richtig geil. Das taugt mir, also die Karte. Oh, ich muss sagen, ich bin gerade ein bisschen geflasht. Ich bin ein bisschen geflasht gerade. Es ist noch so ein bisschen unwahr, was gerade hier passiert. Okay, wir haben nochmal ein paar Wildcards bekommen. Oh, nice. Den finde ich richtig geil. Den Vedalkenzauberer. Den finde ich richtig krank.
Dann den Typen natürlich, der 3 Mana produzieren kann. 11 Druide, Inkubationsdruidin. Ja, muss noch die ganzen Namen lernen. Also ich muss sagen, ich habe mir noch fast gar nichts gemerkt. Die ist auch krass, die Judith. Okay. Oh, den haben wir 2-mal. Okay, mit dem will ich auf jeden Fall auch was bauen. Okay, weiter geht's. Ja, ich denke, diese fast 200 Booster werden ausreichen, um ordentliche Sachen zu bauen. Wir haben hier die Länder, hier nochmal für Gate Deck. Das Gate Deck wird auch bald entstehen, auf jeden Fall. Okay, was haben wir noch? Oh, Kaya. Noch ein Plainsy. Ja, also ich bin wirklich, wirklich zufrieden. Die Aura, die schöne hier, Kreis der Wahrheit. Geil. Übrigens, falls dich wundert, dass warum in letzter Zeit so ein bisschen wenig am Kanal los war, ganz einfach, meine Frau hat entbunden, also wir haben unser Kind bekommen und ja, deswegen war ich ein bisschen außer Gefecht gesetzt. Was haben wir hier? Oh, noch ein Land. Nice. Also jetzt wird auf jeden Fall nach und nach immer mehr kommen. Ja, Guildmage. Okay, das verstehe ich jetzt nicht ganz. Ah, ich habe einen Booster aufgemacht. Ich habe mir schon gedacht, ey, wieso wird mir die ganze Kacke hier angezeigt? Also ich will natürlich 10 Booster aufmachen. Wir wollen natürlich alles auf einmal. Der Klick. Noch ein schönes Land. Nochmal der Vedalkenzauberer. Aha. Okay, den haben wir jetzt, glaube ich, schon 3-mal. Ah, 4-mal. Okay, jetzt haben wir ihn 4-mal. Okay, das ist schon mal nice. Ich denke, wir werden auch hier die Truhe dann voll machen heute. Gucken wir mal. Klick. Oh, das ist schön. 2 Wildcards. Dann hier nochmal dieses Glasmosaik des Gildenbundes. Ein Land. Die Druiden. Hammer. Hammer. Also ich bin echt begeistert. Es läuft schon mal richtig nice. Okay, die brauche ich. Die. Der ist auch nice. Land. Eine Wildcard, passt. Okay, was haben wir hier? Okay, so, das kann ich schon mal bauen. Glasmosaik. Also haben wir schon mal 4-mal. Noch ein schönes Land. Schickes. Die haben wir jetzt auch, glaube ich, schon 4-mal. Ich denke, mit der kann man auch einiges bauen. Gegen gewisse Decks, vor allem im Sideboard, kann man da einiges machen. Ich glaube, die haben wir jetzt auch schon 4-mal. Ah, das ist auch eine geile Karte, ja. Ja, wie gesagt, ich habe schon ein paar Sachen echt vergessen. Ich habe zwar das Ganze analysiert, ausführlich, aber ja, Zeit vergeht. Oh, nice. Ausgeburt des Chaos. Nice. Ah, mit dem will ich auch was bauen. Mit diesem, wie heißt der auf Deutsch? Stampfender Wehrgang. Okay. Also der ist krank. Ich denke, mit dem kann man wirklich was bauen. Aber auf jeden Fall, die Mana Base steht schon fast, Leute. Also das ist natürlich sehr wichtig, dass man gute Landkarten hat. Also, dass man die guten Länder besser gesagt hat. Okay, was haben wir noch? Was haben wir hier Schönes? Ja, passt. Die Inkubationsdruiden, die haben wir jetzt, glaube ich, auch fast 4-mal. Dann, Alter, das ist geil. Wie heißt der auf Deutsch? Verseuchender Geist. Das ist krank. Hier, guck mal, der hat Bedrohlichkeit, Todesberührung und dann Spontanzauber und Hexereien, die du kontrollierst, haben Todesberührung. Das ist richtig heftig. Noch ein schönes Land. Okay, das war auch ein nette 10 Packs. Klick. Nochmal eine Wildcard. Ich glaube, gleich kriegen wir die Truhe voll. Oh, nochmal Kaya. Sehr schön. Ich bräuchte nochmal Dovinban. Dann, die ist bis jetzt absolut nutzlos. Ja, mit der Verzauberung, denke ich, kann man was machen. Da kann man ein Spaßdeck machen. Drumherum. Ja, die ist nice. Das ist auch nicht schlecht. Okay, gucken wir weiter. Wir haben noch 64 Booster. Ich hoffe, dass ich alles habe, so dann, was ich brauche. Ich brauche nochmal Dovinban 2-mal. Okay, die ist auch nice. Nochmal ein Land fürs Gate Deck. Das ist auch schon mal sehr wichtig. Ich habe mir auch hier, siehst du, hier auch Gold aufgespart für Drafts. Wenn es dann mit den Drafts ab morgen losgeht, dann will ich da auf jeden Fall auch einige Spiele machen. Der ist krank. Ja, der ist da nochmal. Ausgeburt. Also ich denke, Ausgeburt ist richtig krank. Ist, glaube ich, zurzeit die teuerste Karte im neuen Set. Soweit ich gesehen habe, ich glaube, beim Magic-Kartenmarkt kostet sie, glaube ich, 25 Euro oder irgendwie sowas. Ja, ich denke, dass sie einfach krank sein wird. Also die Karte. Schauen wir mal. Wir müssen mal gucken, wie sie das Ganze bewährt, weil oft
verändern sich dann die Preise. Oh, jetzt habe ich einen einzelnen Booster aufgemacht. Okay, wir können die eigentlich einzeln aufmachen, dann haben wir genau 40. Also einfach noch 3 Stück aufmachen. Also was haben wir hier? Leg, okay, noch 2. Und dann können wir 4x10 aufmachen. Das Gute ist halt, man kriegt jetzt vielleicht nicht alle Karten, die man braucht, aber man kriegt halt sehr viele Wildcards und dann kann man sich halt den Rest holen. Man kriegt auch die Truhe hier voll. Und ja, also ich bin mal gespannt, für wie viele Decks mir diese 200 Euro reichen. Aber wie gesagt, ich möchte das halt gleich sofort haben, weil ich möchte euch die Videos so schnell wie möglich bieten. Und in den nächsten Tagen kommen extrem viele Decks hier raus. Also das ist der neueste Shit vom Neuesten. Deswegen abonniere auch den Kanal, damit du nichts verpasst. Also ich werde da wirklich vieles, vieles testen. Und wenn die Karten nicht reichen, kaufe ich einfach nochmal weitere. Also das ist bei mir spielt das keine Rolle, ehrlich gesagt. Also ich verdiene genug Geld. Okay, nice. Oh shit, jetzt habe ich wieder einen einzelnen Booster aufgemacht. Aber das ist kein Problem, ich mache einfach nochmal 10 hier auf. Ich habe mir einfach verklickt. Nochmal eine Wildcard. Verseuchender Geist, sehr schön. Das Land für unser Gate-Deck. Die ist auch nice. Also diese, wie heißt die, Matan, okay. Also die ist krank, die Karte. Okay, nochmal Kreis der Wahrheit. Ah, hier nochmal Matan, okay. Nochmal eine Wildcard, perfekt. So, dann rippt man nochmal 10 auf. Ich glaube, 5 kann man, glaube ich, auch aufrippen auf einmal. Nochmal eine Wildcard. Irgendwie kriegt man heute die Box irgendwie nicht voll, das wundert mich. Oh, die ist geil. Also die Sphinx finde ich richtig krank, da will ich auch noch was bauen. Genau, die habe ich schon ganz vergessen. Okay, und jetzt haben wir noch 9 Stück. Okay, wir müssen die tatsächlich einzeln aufmachen, weil ich mich verklickt habe. Okay, was haben wir? Nice. Oberste Sprecherin. Ja, die ist auch sehr begehrt, die Karte. Was haben wir hier? Ich finde dieses Artwork so krank. Das schaut so heftig aus. Nice. So, jetzt haben wir gleich eine Mythic hier voll. Da siehst du, die fühlt sich. Wenn du doppelte Karten kriegst, also die du schon hast, dann fühlt sie sich langsam. Okay, gucken wir mal. Zack, okay, wir haben nochmal eine Mythic Rare. Okay, nice. Jetzt haben wir noch 5 Booster. Ja, also ganz ehrlich, so wie es aussieht, muss ich wahrscheinlich nochmal in Huni investieren. Wir werden sehen, also ich gucke mir das Ganze an. Schwer einzuschätzen bis jetzt. Also einige Decks kann ich schon bauen, das sehe ich sofort. Also das war schon nice. Okay, perfekt. Dann haben wir noch 2. Das fühlt sich jetzt auch schon langsam hier. Okay, glühende Ranken. Verzauberung, richtig nice Verzauberung. Und was haben wir noch? Okay, noch ein Land. Sehr schön. Ja, das war das Pack-Opening. Wie gesagt, also jetzt kommt sehr, sehr viel auf dem Kanal. Wir werden viele, viele Decks testen. Wenn du irgendwelche Vorschläge hast, schreib sie einfach in die Kommentare. Ich baue gerne die Decks nach, teste sie für dich und dann kannst du gucken, wie sie performen. Ich nehme auch verschiedene Hände an. Also ich nehme nicht nur Top-Hände, sondern ich zeige wirklich, wie die Decks performen. Wenn du meine Videos kennst, dann weißt du, wie ich das mache. Also ich schneide jetzt nicht nur rein, wie ich gewinne ständig. Oh, ich bin so cool, ich gewinne. Sondern für mich ist es wichtig, dass man sieht, wie das Deck performt. Gegen was es verliert, gegen was es gewinnt, wie die Wahrscheinlichkeit so ist und so weiter. Weil wenn man, sagen wir mal so, kein Geld investiert in Magic, dann muss man sich gut überlegen, für was man seine Wildcards ausgibt und deswegen teste ich halt die Performance und zeige jetzt nicht, wie ich einfach hier Leute platt mache oder so. Ja, ich könnte jetzt natürlich alles zusammenschneiden, so dass es immer nur die Gewinne, ja, also immer nur die Siege, aber darum geht es hier nicht auf diesem Kanal, sondern ich möchte das Ganze für dich testen. Das bedeutet, wenn du irgendwas durchgetestet haben möchtest, schreib es einfach in die Kommentare. Ich baue gerne die Decks, ja, du kannst auch gerne eine Deckliste hinschreiben und teste das für dich. Also das ist überhaupt kein Problem für mich. Ich experimentiere sehr gerne mit Magic und ja, wir sehen uns einfach in kommenden Videos. Abonniere den Kanal und ja, gib uns einen Daumen hoch, unterstütze das Ganze, dann produzieren wir noch mehr davon. Also, hau rein und wir sehen uns.